Hallo und herzlich willkommen zum bereits dritten Tutorial der Potsdam Orcas. Erneut geht es um euer Training an Land. Das folgende Video richtet sich an Herrenspieler, die die Sportart Wasserball professionell betreiben. Vorausgesetzt ist eine gute technische Ausbildung an der Langhantel. Mein Name ist André Laube und ich bin Lehrertrainer Wasserball an der Sportschule Potsdam. Großer Dank gilt erneut dem Physiotherapeuten des hiesigen Olympiastützpunktes Matthias Dietze, der dieses Tutorial inhaltlich unterstützt hat, und natürlich dem Kapitän des Potsdamer Erstligateams Ferdinand Korbel. Der 26-jährige Centerspieler ist ein echtes Potsdamer Eigengewächs, ist alle deutschen U-Mannschaften inklusive zweier EM-Teilnahmen durchlaufen und seit Jahren Nationalspieler bei den Herren. Er wird euch an der Langhantel zeigen, welche Übungen ihr absolvieren könnt, um natürlich eure Kraftfähigkeiten zu verbessern, aber auch damit präventiv Verletzungen vorzubeugen. Entscheidend ist, dass ihr das Krafttraining sehr ausgewogen gestaltet. Trainiert ihr zu einseitig oder technisch unsauber, kann das Training an der Hantel selbst zu akuten oder degenerativen Verletzungen führen. Baut die folgenden fünf Übungen regelmäßig in euer Krafttraining ein und es wird euch helfen, die Leistungsfähigkeit im Wasser zu steigern und zu sichern. Wählt Lasten im Training, die ihr technisch sauber bewältigen könnt. Stimmt euch mit den Trainern sehr genau ab, was ihr genau ausprägen wollt. Die Wiederholungs- und Satzzahl sowie Bewegungsgeschwindigkeit hängen davon ab, ob ihr Maximalkraft, Kraftausdauer oder beispielsweise Schnellkraft trainieren wollt. Macht euch mindestens 15 Minuten vor dem Krafttraining richtig warm und dann könnt ihr loslegen. Auf geht's, Ferdi! Das Bankdrücken ist sicher jedem bekannt. Der Pectoralis und die Oberarmmuskulatur wird da in besonderem Maße beansprucht. In dem instabilen Gelenk der Schulter ist eine schützende Muskulatur unbedingt notwendig. Das Einwirken des Gegners durch Halten, Schläge und Tritte wird mit steigendem Leistungsniveau immer intensiver. Im Bereich der Schulter, des Nackens und Brustkorbs schlichtweg der Stärkere im Zweikampf zu sein, vergrößert die Erfolgsaussichten im Spiel und schützt vor Verletzungen. Das Bankdrücken ist eine vergleichsweise leichte Übung. Legt euch auf die Flachbank und kontrolliert am besten an den Markierungen der Stange, dass ihr gleichmäßig greift. Die Griffbreite wählt ihr so, dass es für euch angenehm ist. Hebt die Stange aus der Halterung und lasst sie langsam bis kurz vor eurer Brust herab. In der gleichen Flucht streckt ihr nun die Arme in moderater Geschwindigkeit nach oben. Achtet dabei darauf, dass ihr mit den Armen nicht nach vorn oder hinten ausbrecht. Die Arme gehen ganz gerade nach oben. Während dieses nach oben führen, atmet ihr kräftig aus. Die Handgelenke knicken nicht ab und bleiben fast gerade. Im Rücken bleibt ihr flach auf der Bank, insbesondere im Lendenwirbelbereich, liegen. Arbeitet ihr mit hohen Lasten, unbedingt für die Sicherung durch einen oder zwei Partner sorgen. Grundsätzlich niemals allein im Kraftraum mit freien Hanteln arbeiten. In der Fehlersequenz hier seht ihr, dass die Arme nicht gleichmäßig gestreckt werden. Gerade bei Anfängern an der Langhantel kann das koordinative Ursachen haben. Bei entsprechender Korrektur wird die Bewegung aber rasch erlernt. Ein anderer Grund kann aber auch eine schlichtweg zu hohe Last sein. Also unbedingt darauf achten, dass beide Arme gleichmäßig zur Streckung kommen. In der zweiten Fehlersequenz knicken die Hände nach hinten ab. Wird dieser Fehler nicht rasch erkannt, kann das zu großen Beschwerden in den Handgelenken führen. Wer in diesem Bereich grundsätzlich zu instabil ist, kann sich mit Fitnesshandschuhen oder einem Tape am Handgelenk behelfen. Der dritte Fehler tritt sehr häufig auf, wenn die Lasten zu hoch sind. Die Athleten gehen dann ins Hohlkreuz, um Energie aus dem Rumpf in die Bewegung zu geben. Das kann zu erheblichen Lendenwirbelproblemen führen. Die Bandscheiben werden dabei unheimlich großen Kräften ausgesetzt. Das sollte unbedingt vermieden werden. Wie sehr Ferdi im Hohlkreuz liegt, seht ihr hier. Macht ihr in einem Programm Bankdrücken, solltet ihr auch immer Bankzug planen. Gerade diese Übungen der Antagonisten werden oft vernachlässigt, da sich vor allem junge Männer um die Größe ihrer Brustmuskulatur sorgen. Allerdings fährt ein Ferrari auch nicht mit Trabi-Bremsen. Ohne eine gut ausgeprägte Rückenmuskulatur kann die Kraft vorn beim Schwimmen und Wurf nicht in den maximalen Möglichkeiten ausgeführt werden. Weicht die Maximalkraftleistung beim Bankzug um ca. 10% von den Bankdruckfähigkeiten ab,
sollte dringend entgegengewirkt werden, um Disbalancen zu vermeiden. Auch diese Übung ist nicht sehr anspruchsvoll. Die Höhe der Zugbank entsprechend der Körpergröße und Armlänge einstellen und dann flach drauflegen. Die Hände umschließen die Hantelstange, erneut die Markierung an der Stange beachten, damit auf beiden Seiten gleich gegriffen wird. Dann wird die Langhantel, ohne den Rumpf abzuheben, so weit wie möglich nach oben gezogen und wieder herabgelassen. Insbesondere die dorsale Schulterblattmuskulatur und der Bizeps werden beansprucht. Als Schnellkraftvariante, wie hier zu sehen, wird die Hantelstange mit maximaler Geschwindigkeit nach oben gebracht und dann fallen gelassen. Die exzentrische Bewegung des nach unten Führens wird weggelassen und lediglich konzentrisch trainiert. In dieser Fehlersequenz hier liegt offenbar zu viel Last auf. Die Hantelstange legt nur ca. 80% der Wegstrecke zurück und muss dann wieder herabgelassen werden. Gerade am Ende von Sätzen, in denen sich die Athleten voll ausbelasten sollen, ist das ein Zeichen, dass eine weitere saubere Wiederholung nicht mehr möglich ist und der jeweilige Satz abgebrochen werden sollte. Im zweiten Fehler haben wir bewusst keine Zusatzlasten auf die Stange gelegt, um Ferdinand nicht zu gefährden. Statt ruhig auf der Bank zu liegen, wird Kraft aus der Bewegung des Oberkörpers, sogar aus den Beinen gewonnen. Der Kopf hebt sich ab und der Rücken geht in ein höchst gesundheitsgefährdendes Hohlkreuz. Das alles unbedingt sein lassen. Unsere dritte Übung ist das Standrudern. Um Lendenwirbelschäden zu vermeiden, könnt ihr die Langhantel auf beispielsweise Hocker ablegen, um sich nicht zu weit bücken zu müssen. Diese Übung ist deutlich komplexer, da der Rumpf nicht mehr durch eine Bank fixiert ist. Die Wahl der richtigen Last und eine saubere Ausführung ist von größter Bedeutung. Neben der dorsalen Schultergürtelmuskulatur wird hier die gesamte Rückenstreckermuskulatur beansprucht. Sucht einen schulterbreiten Stand, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Die Knie sind stabil über dem Sprunggelenk. Geht dann in eine leichte Hocke und schiebt das Gesäß nach hinten. Die Wirbelsäule ist gerade. Im Bereich der Lendenwirbel geht ihr in ein leichtes Hohlkreuz. Der Winkel zwischen Rumpf und Oberschenkel sind gute 90 Grad. Nun zieht die Stange ohne eine Bewegung des Rumpfes bis zur Brust nach oben und lasst sie dann langsam wieder ab. Bis auf das Beugen und Strecken der Arme liegt keine weitere Bewegung vor. Um noch gezielter die Schulterblattfixatoren zu trainieren, könnt ihr die Bewegung auch in vier Phasen teilen. Schulterblätter nach hinten fixieren, dann die Stange zur Brust ziehen. In der dritten Phase die Arme wieder strecken und schließlich die Schulterblätter wieder lösen. Die erste Fehlersequenz zeigt eine ganz typische Fehlhaltung beim Standrudern. Ferdi streckt die Beine. Damit ist es ihm nicht mehr möglich, in das physiologische Hohlkreuz der Lendenwirbelsäule zu gehen. Der obere Rücken ist zwar einigermaßen gerade, im unteren Rücken bildet sich aber ein regelrechter Buckel. Es liegt keine Körperspannung vor. Zu oft in dieser Haltung trainiert, kann das zu degenerativen Verletzungen führen. Außerdem verfehlt ihr komplett das Ziel der eigentlichen Übung. Im zweiten, sehr gängigen Fehler stimmt die Körperhaltung zwar nahezu, allerdings bewegt sich beim Anziehen der Stange der Kopf nach vorn. Für den Bereich der Halswirbelsäule und der Nackenmuskulatur ist das äußerst ungünstig. Eine wirklich sehr gute Übung zum Trainieren des kompletten Körpers ist die Reishocke. Die Rumpf- und Schultergürtelmuskulatur muss im kompletten Bewegungsablauf stabilisierende Arbeit leisten. Gleichzeitig wird die für den Wasserballsport so wichtige Beinmuskulatur beansprucht. Hohe Lasten wie bei der Kniebeuge mit der Stange im Nacken können natürlich so nicht realisiert werden, aber für die intermuskuläre Koordination ist das eine absolut empfehlenswerte Übung.
Wichtig ist wieder ein fester, schulterbreiter Stand, das leichte Hohlkreuz im Lendenwirbelbereich, ein gerader Rücken und hinten fixierte Schulterblätter. Die Kniebeuge darf so tief erfolgen, wie die Lendenwirbelsäule das Hohlkreuz halten kann. Die Füße bleiben mit der kompletten Sohle fest am Boden. Die Hacken dürfen sich in der Kniebeuge nicht vom Boden lösen. Der Blick ist auf einen Punkt vorn fixiert. Damit bleiben Kopf und Rumpf schön gerade. Die Stange bleibt während der kompletten Bewegungsausführung in einer Flucht über dem Körperschwerpunkt. Nehmt euch zwischen den Wiederholungen Zeit und bleibt konzentriert. In der ersten Fehlersequenz bleiben die Fußsohlen nicht fest auf dem Boden. Die Knie sind vollkommen instabil und driften bei der Beuge und der Streckung nach innen oder außen ab. Der Kopf ist nicht gerade, der Blick geht während der Übung nach unten. Im zweiten Fehler bleibt der Rücken nicht gerade und gerät in Vorneige. Die Stange geht viel zu weit nach vorn. Stellt euch vor, dass da jetzt eine hohe Last drauf ist und was passieren könnte. Diese fehlerhafte Ausführung kann wirklich gefährlich sein. Unsere fünfte Übung, der Ausfallschritt, hat ebenfalls einen äußerst komplexen Charakter. Die vor allem fürs Wassertreten wichtige Muskulatur wird trainiert, aber eben nicht isoliert, sondern immer in intermuskulärer Koordination mit der Rumpfmuskulatur. Die einfachste Variante ist mit der Stange im Nacken. Im Wechsel wird aus dem festen, schulterbreiten Stand heraus ein Ausfallschritt mit dem linken und rechten Bein vollzogen. Das hintere Bein kniet bis kurz vor dem Boden ab oder kann diesen auch sanft berühren. Mit einem kraftvollen Impuls geht es jeweils zurück in die Ausgangsposition. Achtet darauf, dass sich das Knie vorn nicht über die Fußspitze schiebt. Das Schienbein bleibt im nahezu rechten Winkel zum Boden. Der vordere Fuß ist mit der kompletten Sohle fest auf dem Boden, der hintere Fuß steht auf dem Ballen, der Blick bleibt geradeaus. Als Variante kann die Stange auch in Vorhalte genommen werden. Die Langhantel liegt auf den Schultern und dem Schlüsselbein auf. Die Ellbogen werden so weit wie möglich vorn oben fixiert. Nun muss die Rückenmuskulatur deutlich stärker arbeiten, als wenn die Stange auf den Schultern hinten aufliegt. In einer weiteren Variante erfolgt parallel zum Ausfallschritt die volle Armstreckung nach oben. Die Übung ist so noch komplexer und erfordert ein hohes Maß an koordinativen Fähigkeiten. Genau das, was ein guter Wasserballer braucht. Angelehnt an das Ausstoßen beim Gewichtheben kann die Übung auch perfekt zur Schnellkraftentwicklung genutzt werden, indem der Athlet im Prinzip im Ausfallschritt unter die Stange springt. Hier liegt die Stange im Nacken auf, genauso kann sie aber auch analog zum Stoßen im Gewichtheben vorn aufliegen. Im ersten Fehlerbild sind wieder die Knie instabil, brechen nach innen oder außen aus. Der Stand sowohl vorn als auch hinten ist nicht fest, der Blick nicht geradeaus. Die Übung wird sehr fehlerhaft und damit gesundheitsgefährdend ausgeführt. Hier in der zweiten Fehlersequenz gerät der Körper in Vorneige. Die Hantel ist nicht über dem Körperschwerpunkt. Bei hohen Lasten könnte eine solch fehlerhafte Ausführung zu nicht unerheblichen Verletzungen führen.
In der dritten Fehlersequenz beim Ausfallschritt inklusive Ausstoßen wird die Hantel zunächst zu weit nach hinten gebracht. Später kippen Körper und Stange zu weit nach vorn. Verletzungen sind so alles andere als ausgeschlossen. Ihr seht, das Krafttraining an nicht geführten Geräten ist nicht trivial. Gleichzeitig kräftigt ihr aber mit jeder Übung diverse Muskelgruppen und Schlingen. Gerade die so wichtige Rumpfstabilität, die in der Verletzungsprophylaxe so relevant ist, wird bei jeder Übung mit ausgeprägt. Holt euch aber beim Erlernen einen Fachmann an die Seite. Das Üben vor dem Spiegel ist ebenfalls sehr hilfreich, um eventuelle falsche Bewegungsmuster schnell zu erkennen und auszumerzen. Nationale oder internationale Spitzenleistungen ohne Krafttraining zu erzielen, ist nicht möglich. Circa ein Drittel eures Trainings sollte als Profi-Wasserballer an Land stattfinden. Für dieses Training gut geplant, zielgerichtet und sicher aus.